ist Martin Wortmann, ich bin der Präsident der Rheinischen Fachhochschule. Meine Aufgabe ist es, Sie hier zu begrüßen. Wir reden über Flucht, wir reden über Erfahrung. Und wir haben viele Menschen unter uns, die die Flucht aus ihrer eigenen Familiengeschichte kennen. Und genau deswegen wollten wir eben nicht beim Heute anfangen, sondern wir fangen an im Jahr 1946 mit unserem ersten Gesprächspartner. Bitte begrüßt jetzt so herzlich, wie wir es vorhin trainiert haben, hier Dr. Reicher. Herzlich willkommen, Dr. Reicher. Ah, aber das ist eine Szene, die ich erlebt habe mit 5 Jahren und 3 Monaten. 1. Mai 1946. Diejenigen, die dann immer dran waren, vertrieben zu werden, also in einem geschlossenen Gütertransport herausgefahren zu werden aus der damaligen Tschechoslowakei, die kamen zuerst in ein Lager. Jetzt springen wir 40 Jahre in der Geschichte und kommen in die 80er Jahre. Sie sind in den 80er Jahren geflüchtet. Ich habe immer gesagt, sie stirbt für uns, damit wir überleben. So haben wir die Jahre, 30 Jahre, dann, also mein Vater hat immer gesagt, sie stirbt dann für uns. Es ist in unserem Boot, es ist nicht nur meine Mutter, es ist noch ein junger Mann, der ist auch gestorben, der ist durch den Sturm weggeflogen wahrscheinlich und dann ertrunken. Und seine Frau, seine junge Frau, ist schwanger. Und wir haben dann später auch erfahren, dass sie das Kind auch verloren haben. Also das ist diese Flucht ist immer tot dabei. Es ist ständig vor Augen. Ich habe jetzt auch die Flüchtlingsarbeit übernommen. Und ich möchte, dass Flug ist niemals, ich glaube, es wird niemals enden. Und von daher ist das für mich ein kleiner Beitrag, nochmal dabei zu sein, um diesen Menschen zu helfen, so gut wie es geht. Das ist meine Geschichte. Frau Nierde, vielen, vielen Dank. So, we know you, or some people know you, because you are playing on a piano in the ruins from Damascus. Yeah. And if I know it right, you said you want to change something in this situation. That was the reason why you have done that. But then you decided to be a refugee or to leave Damascus as well. Why that? I born a refugee because my grandfather coming from Palestine to Yarmouk camp. I born in Yarmouk camp. Also du hast dich schon von immer als Flüchtling gefühlt? You ever felt as a refugee? Yeah. Okay. And why I coming to Deutschland to make it hope for my family? Because I coming alone, because very dangerous to cut the sea and cut the border. Maybe for all the 5 minutes when I am in the road, I will die, I thinking. I coming to make it hope for my family and take it my boys Ahmed and Kenan and my wife still in Syria in Yarmouk camp. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht sagen, möglicherweise unterschätzen wir die
nicht das Fachwissen und nicht die Abschlüsse, die sind manchmal wirklich schwierig, aber die Fähigkeiten, die diese Leute haben, und möglicherweise kommen da auch Fähigkeiten mit oder ganz sicher Fähigkeiten mit, die wir hier nicht haben. Das hängt bei der Sprache offensichtlich an. Was ist der Unterschied, wenn ich berichte, wenn ich nur sachlich über Daten, Fakten, Zahlen die transportiere? Dann bleibt das, was Frau Wortmann vorher wichtigerweise gesagt hat, die Entfernung zur Erfahrung sehr groß. Weil über Zahlen kann man diskutieren, aber wenn ich sage, 1,2 Millionen Flüchtlinge sind gekommen, dann stecken dahinter 1,2 Millionen Schicksale, Gesichter, Erfahrungen, die auch über die reine Zahl nicht transportiert würden. Ja, genau. Ich habe über das Thema Flucht mit einigen Schülerinnen und Schülern gesprochen. Und zwar haben wir uns erstmal gefragt, was ist Flucht? Was möchten wir unter Flucht verstehen? Das ist ein Begriff, der momentan immer und überall präsent ist. Und wir haben gesagt, Flucht ist wirklich der Weg. Menschen müssen unter Zwang, unter Druck ihre Heimat verlassen und machen sich auf einen Weg. Das heißt, man kann sagen, einerseits weg von der Gefahr und andererseits hin zu einem Ort, der ihnen Sicherheit bietet. Und genau über diesen Weg wollen wir sprechen. Man sieht im Fernsehen immer Bilder von Menschen auf der Flucht. Was fällt Ihnen spontan ein? Was erleben oder begegnet Menschen auf ihren Fluchtwegen? Angst. Viel Angst. Viel Elend. Ich denke, viel Gewalt. Also letztendlich, ich glaube, das größte Problem bei den Menschen auf dem Fluchtweg ist, dass sie sehr viel Hunger erleiden. Was ich mitnehmen würde? Gar nichts, mein Personalausweis. Erstmal die Familie. Das Nötigste an Kleidung, Regenjacke, gute Schuhe, das war's dann. Meine Familie. Genau, meine Familie. Hier zu den Fluchterfahrungen von Menschen vergleichen, die heute betroffen sind. Wie verstehen Sie, wie weit meine Schmerzen und meine Traurigkeit sind. Und ich habe gewaltsam emigriert, wie die Vögel emigrieren von ihren Vogelnestern. Meine Familie sind eine in der Türkei und eine im Irak zum Beispiel und mehrere in Syrien und wir haben uns verteilt. We crossed the sea by a small boat and if the boat accommodates 15 people, they would put in 50 and 60 and 70 people. مرحلة الأهم شيء البحر عنا كان في خوف جدا فيها. Also die ersten Schritte und Gedanke, was sie hatten, die Kinder in Sicherheit zu bringen und die Hoffnung, dass sie in Deutschland besseres Leben und sicheres Leben dann haben. لما كان يشتين جزيرة كا UN لعبو UN لعبو هاو كاري أمريكر. تركيا من برياب هزاتن برياب وزي سيرجعتهم قاينا تركيا. شنقال منطقة كشكا من العراق إلى جزانبي جلانترنت وانا لزاني منطقة كشكا nachts um 2 Uhr hat sozusagen die ISIS die Stadt überfallen, PKK-Kämpfer, die dann so einen Korridor frei kämpfen konnten und die Familien dann mit eben Transportern in also um Syrien herum bei direkt durchfahren nach in den Irak, ein sicheres Gebiet war nicht möglich. Auch an diesem heutigen Tag, und das ist für euch ein wertvoller Termin war, dann würde ich euch bitten, das in Form von einem respektvollen Applaus jetzt auch.
Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Was hast du von der Veranstaltung mitgenommen für dich persönlich? Okay, also ich kann mich jetzt sehr gut in ihre Lage versetzen von den Flüchtlingen und habe jetzt sozusagen mit ihnen gefühlt und die Erfahrungen mit ihnen sozusagen durchgemacht. Natürlich hört man ja in den Medien ganz viel über die Flüchtlingsproblematik, aber nie hat man meiner Meinung nach speziell und detailliert über die einzelnen Schicksale was gehört. Und das hat mir persönlich zum ersten Mal einen richtigen Einblick gegeben über das Schicksal und den Weg eines jeden einzelnen Flüchtlings, die nach Europa bzw. nach Deutschland kommen. Also ich fand das schon krass zu hören. Ich meine, man bekommt ja immer so die Zahlen und alles im Unterricht so mit, wie die Reisewege sind und so, aber nicht wirklich dann so persönlich, was die Leute mitnehmen und so. Und mir hätte es persönlich noch besser gefallen, wenn vielleicht ein bisschen weniger Leute da gewesen wären und dafür man ein bisschen mehr noch erfahren hätte. Aber ich fand es eigentlich so auch schon gut. Ja, also es war gut, dass man mal sieht, wie es von der anderen Seite aussieht, weil wir sehen ja immer nur von der deutschen Seite, ja, manche sagen, wollen die nicht aufnehmen und so, aber jetzt sehen wir, was sie durchmachen, um überhaupt hier anzukommen. Ich glaube, das Highlight war einfach, dass die Leute von sich erzählt haben und ja, dass man da mehr erfahren hat. Auch in fast allen gesellschaftlichen Bereichen wird uns dieses Thema viele, viele Jahre beschäftigen und die jetzt nachwachsende Generation muss dafür sensibilisiert sein und auch einiges an Wissen haben, um das bewältigen zu können. Ja, haben wir zwei Themen. Einmal natürlich das Fluchtthema und zweitens das Erfahrungsthema. Wir haben gelernt, dass wenn ich solche Themen vermittle über das Thema Erfahrung, dass wir die Distanz zu den Themen verringern und damit natürlich einen völlig anderen Lerneffekt haben. Und Flucht ist ein aktuell gesellschaftliches Thema und deswegen haben wir die beiden Sachen verbunden. Ja, METIS ist eine europäische Einrichtung, ein Institut, das sich darum kümmert oder kümmern möchte und erforschen möchte, wie man Erfahrungen in Wirtschaftsunternehmen und in der Gesellschaft übertragen kann. Erfahrungen, die Manager gemacht haben, Erfahrungen, die Flüchtlinge gemacht haben, Erfahrungen, die jeder Mensch irgendwo gemacht hat. Und vor allen Dingen ist es dort wichtig, wo man durch den Transfer von Wissen, das aus Erfahrung entsteht, einen Mehrwert erzeugen kann.